Diese verflixten Politiker, die sich anmaßen, über das Wissen zu verfügen, um solche Entscheidungen zu treffen. Merkel hat immer versucht, den Grünen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie dasselbe gemacht hat, was die dann vorhatten. Ja, die Ärmsten profitieren vom Kapitalismus. Und das ist der große Denkfehler derer, die mit Kohlenstoffbudgets hier arbeiten. Das ist ein besonders interessantes Gespräch immer mit Ihnen. Das freut mich sehr. Auf etwas anderem Niveau als meistens. Ja. Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute bin ich wieder bei Professor Sinn. Wir haben schon ein Gespräch gehabt. Ich will die Vorstellung kurz halten. Ich weise mal auf seine 5 Ehrendoktorwürden hin in der Universität Luzern, Prag, Leipzig, Helsinki und Magdeburg, wenn ich es richtig entnommen habe. Und ansonsten ist die Liste seiner Leistungen, seiner Lebensleistungen enorm. Ich will mich als erstes mal ein bisschen mit der Frage beschäftigen, warum wir in der Wirtschaft Zinsen haben, warum wir in die Zukunft gucken mit Zinsen. Und wenn wir ein Produkt haben, verliert das ja irgendwie auf Dauer Wert und da gibt es sowas wie Abzinsung. Wir verlieren also eigentlich den Wert oder zumindest nominal wird was abgezinst in Zukunft. Wenn ich also das Geld erst in 10 Jahren kriege, ist es nicht so wertvoll, wie wenn ich es gleich kriege. Wie wirkt sich denn das aus auf so eine Zentralbank, die Zinsen verteilt? Da haben Sie gleich eine ganz einfache Frage, mit der Sie anfangen. Ja. Also aus ökonomischer Sicht ist es so, den Zins gibt es, weil die Menschen den Konsum heute dem Konsum morgen vorziehen. Nicht? Wenn Ihnen einer sagt, verzichte auf eine Reise in diesem Jahr, dafür kriegst du eine Reise im nächsten Jahr, dann würden sie das nicht für dieselbe Reise machen, sondern lieber dann oder eher noch dann eine bessere Reise verlangen. Mhm. Ne? Oder ein Apfel heute ist nicht gleich ein Apfel in einem Jahr, weil wir eine Gegenwartspräferenz haben. Der zweite Grund für den Zins ist, dass Kapital produktiv ist. Die Produktion entsteht durch das Zusammenwirken von menschlicher Arbeitskraft, von Energie und von Kapital. Kapital ist der Wert aller Einrichtungsgegenstände, der Immobilien, der Maschinen und so weiter, die vorhanden sein müssen, damit man überhaupt produzieren kann. Kapital macht die Arbeit produktiv, natürlich auch umgekehrt. Die wirken zusammen. Und wenn man mehr Kapital hat, kann man auch dadurch bei gegebener Arbeit durch höher technologisierter Produktionsprozesse auch mehr Output erzielen. Also Kapital ist auch produktiv, hat eine Grenzproduktivität. Mhm. Ja, gegeben die Arbeit kann man durch andere Verfahren, wenn man mehr Kapital bereit ist aufzuwenden, auch mehr Output kriegen. Und das ist eben der Grund dafür, dass der Zins etwas ganz Natürliches ist in der Volkswirtschaft. Eine funktionierende Marktwirtschaft braucht einen positiven Zins. Und jetzt gibt es ja noch den Geldzins, den die Notenbank auch festsetzt. Das ist noch ein bisschen was anderes als der natürliche Marktzins. Und sie kann jetzt in die eine oder andere Richtung abweichen und dadurch die Wirtschaft beschleunigen oder bremsen. Wenn sie also niedrigere Zinsen verlangt, dann ist das Kapital sehr billig, dann wird viel investiert. Investitionen sind zwar was für die Zukunft. Zunächst aber bedeuten sie, dass man Investitionsgüter kaufen muss als Investor und dann kommt dadurch die Wirtschaft in Schwung. Also man kann, das ist so eine Art Gaspedal für die Wirtschaft, dieser Zins, der festgelegt wird. Und was ja immer noch eine Differenz ist, also die Bankzinsen, also die ich dann tatsächlich bekomme für meine Maschine oder was auch immer, die hängt ja noch von einem Risiko ab. Es gibt ja noch einen weiteren Zins, also neben den reinen Zentralbankzins, dass die Bank, neben dem, dass sie selbst auch noch was dabei verdienen will, sagt, okay, das ist ein Ausfallrisiko. Und das ändert sich ja auch je nach Land. Also ja, natürlich. Eigentlich muss man immer eine Risikoprämie bezahlen im Zins. Wenn ich jetzt zur Bank gehe und habe also
ein Haus mit Sicherheit, dann muss ich nicht so viel Zinsen zahlen, als wenn ich sage, ich möchte eine neue Firma gründen oder in meiner Firma eine Investition machen. Das kann ja auch schief gehen. Firmen können pleite gehen. Das ist ein Risiko für die Bank, dass sie ihr Geld nicht wiederkriegt. Und da will sie einen entsprechend höheren Zins, um dieses mögliche Verlustrisiko auszugleichen. Und das gibt es auch zwischen Ländern. Es gibt Länder mit einem höheren Länderrisiko in der Eurozone auch, Länder mit einem kleinen Risiko wie Deutschland. Und der Zins staffelt sich danach. Italien zahlt einen höheren Zins für Staatspapiere als Deutschland. Frankreich auch. Deutschland ist international das Land, das den niedrigsten Zins zahlen muss. Sogar weniger als die Vereinigten Staaten, weil wir eben eine recht hohe Bonität haben durch unsere niedrige Schuldenquote und die noch vorhandene Wirtschaftskraft. Das ist ein Thema für sich. Aber ja, darauf so bleibt. Wollen wir noch ein bisschen kommen. Ja. Also aber der niedrige Zins, die Bonität Deutschlands ist ein Pfund. Ne? Sparen wir alle sehr viel Geld, wenn der Staat Schulden aufnimmt. Also das ist also für die Industrie ein Vorteil, wenn man ein Land ist mit hoher Bonität, weil man dann eben auch als Unternehmen wahrscheinlich etwas günstiger an Geld bekommt. Ja, genau. Die EZB versucht das natürlich auszugleichen in der Eurozone, indem sie sagt, es kann doch nicht sein, dass die Italiener einen höheren Zins zahlen. Naja, es kann eben schon sein, weil Italien nicht so sicher ist als Land. Es gibt immer Staatskonkurse. Es hat, wer weiß wie viele, 180 Staatskonkurse in den letzten paar Jahrzehnten hier gegeben in der Welt. Also das Konkursrisiko ist vorhanden und die EZB gleicht das ja aus, indem sie sagt, na Leute, habt keine Sorgen, jetzt italienische Staatspapiere zu kaufen, bevor Italien pleite geht, kaufe ich sie euch aus eurem Portfolio ab. Nicht? Das reduziert dann diese Zinsunterschiede wieder ein bisschen. Aber so ist also das Grundproblem. Sie machen aber eine große Kiste hier auf. Da können wir jetzt eine ganze Stunde drüber reden. Jetzt, aber wir wollen uns ja ein bisschen in der Energierichtung das angucken. Wir werden jetzt nicht ganz so stark in die Zentralbankpolitik reingehen. Sondern ein interessanter Effekt, wir hatten das letzte Mal ein bisschen angesprochen, ist, wir haben ja Energievorräte, also die vergrabenen Kohle, oder was heißt vergraben, die geologisch gelagerten Energievorräte. Und die haben nun auch einen bestimmten Wert, einmal durch die Fördertechnik, aber die ist anscheinend eher ein kleiner Teil. Aber ich muss ja auch jetzt abzinsen, wenn ich sage, die Kohle oder das Öl, was ich jetzt verkaufe, das kann ich in Zukunft entweder teurer verkaufen, weil es wertvoller wird, oder ich kann es gar nicht mehr verkaufen, weil es irgendwie verboten wird. Kann man das auch mit Zins beschreiben, dass man sagt, also wir sehen in die Zukunft durch die Preise schon den vorweggenommenen Zins, der uns da... Naja, der Zins spielt eine große Rolle, denn Sie müssen sich überlegen, jemand, der Eigentümer einer Förderstätte ist, ob das nun Kohle ist oder Erdöl oder Erdgas, für den ist es ja Vermögen. Mhm. Und er hat die Möglichkeit, dieses Vermögen in der Erde umzuwandeln in anderes Vermögen, in Finanzvermögen, indem er in Fonds anlegt oder indem er Realkapital auf der Erde daraus macht. Und bei dieser Portfolioentscheidung, ob er sein Vermögen jetzt in der Erde lässt oder rausholt und in andere Vermögensformen umwandelt und Wackersteine auf die Erde baut, sozusagen, da kommt es schon auf die Rendite an, die Rendite, die man jeweils erzielt. Nun, wenn man also auf der Erde was baut, gibt es einen Ertrag. Wenn ich ein Haus baue, habe ich einen Mietertrag. Wenn ich eine Maschine baue und investiere, dann kann ich damit produktive Dinge erzeugen. Dann habe ich auch einen Ertrag. Und wenn ich es aber in der Erde lasse, habe ich auch einen Ertrag. Insofern, als die Ressourcen ja knapper werden im Laufe der Zeit. Die sind ja endlich, die werden ja immer weniger. Und deswegen kann ich nicht auf Dauer eine bestimmte Fördermenge aufrechterhalten, sondern die Fördermengen müssen ja bei allen natürlichen Rohstoffen im Laufe der Zeit zurückgehen und diese Verknappung führt tendenziell zu Preissteigerungen. Ja, genau. Ja, immer teurer werden die Rohstoffe im Laufe der Zeit und diese Wertsteigerung, das ist ja auch eine Verzinsung. Genau. Also wenn ich jetzt nicht heute extrahiere, sondern später extrahiere, habe ich ja die Wertsteigerung. Mhm. Genau, und das muss ich jetzt abwägen als derjenige, der das Gut hat noch in seiner Erde, ob er das jetzt verkauft oder ob er sagt, es wird teurer. Ja, und auch die Gesellschaft als solche muss abwägen, denn
Sie hat Bodenschätze in der Erde. Wenn sie die heute verbraucht, stehen die zukünftigen Generationen nicht zur Verfügung. Andererseits, wenn sie sie heute verbraucht und daraus höhere Produktivität schafft und auch einen höheren Kapitalstock auf der Erde, dann kann man den ja auch den zukünftigen Generationen übergeben. Mhm. Und da gibt es auch einen optimalen Mix. Und dieser optimale Mix, das kann man zeigen, ist tatsächlich so, dass die Ertragsrate des Kapitals auf der Erde genauso hoch ist wie die Wertsteigerung des natürlichen Kapitals, das man noch im Boden lässt. Ach was. Ja, das ist der optimale Mix, den man kann zeigen. Ja. Wenn dieser Mix eingehalten wird, dann ist es nicht möglich, eine Generation besser zu stellen in der Abfolge der Generationen, ohne eine andere schlechter zu stellen. Das ist die Solow-Stiglitz-Effizienzbedingung, eine fundamentale Bedingung für alles, was mit erschöpfbaren natürlichen Ressourcen zu tun hat. Nicht? Und man kann das natürlich erweitern, auch auf die Fragestellung, jetzt haben wir also fossile Ressourcen, die holen wir raus, die verbrennen wir, die verpuffen gehen, das CO2 geht in die Luft, macht den Treibhauseffekt, dann wird diese Solow-Stiglitz-Effizienzbedingung verändert und das Ergebnis ist, man sollte dann doch etwas mehr in der Erde lassen, nicht? Und nicht so schnell extrahieren, damit nicht diese Schäden, die entstehen durch das CO2 in der Luft, so früh anfallen. Es ist besser, wenn sie später anfallen, das sind ja bis zum Ende der Menschheit sozusagen weniger Perioden, wo dann der Schaden ist. Genau da ist jetzt meine nächste Frage, nämlich, also wir haben ja jetzt bei dem Klimawandel die Frage, sollen wir jetzt handeln oder zinsen wir das ab und sagen, der Schaden liegt, sagen wir, in 50 Jahren oder in 100 Jahren und bis dahin können wir ja so viel aufbauen und Maschinen, die uns vielleicht irgendwann mal das CO2 holen oder mit anderer Form Energie erzeugen. Das heißt, ist es vielleicht sogar schlau zu sagen, wir investieren jetzt unsere Ressourcen, um die Zukunft zu retten, oder muss man umgekehrt sagen, ich verharre oder gehe ganz runter, weil ich die Zukunft retten will? Also, Randlösungen sind ökonomisch nie sinnvoll. Okay. Es sind immer irgendwelche Mischlösungen. Und diese Überlegungen, die ich Ihnen gerade mitgeteilt habe, mit dem CO2 in der Luft und den Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, führt dazu, dass man weniger schnell extrahieren sollte. Okay. Also mehr in der Erde zunächst lassen sollte, um es später herauszuholen. Okay, also aber es folgt nicht, dass man es nie herausholt. Und das ist der große Denkfehler derer, die mit Kohlenstoffbudgets hier arbeiten, die man maximal nur verbrauchen könnte und 1,5 oder irgendwas Grad Zielen arbeiten. Das ist immer so eine feste deterministische Vorstellung. Dafür gibt es keine ökonomische Begründung. Das ist alles gegriffen. Man kann bestimmte Dinge greifen im Leben, wenn man es nicht besser berechnen kann, aber ökonomisch ist es so nicht wirklich haltbar. Ökonomisch ist nur, folgt nur, man muss es wirklich verlangsamen, die Extraktion. Und insofern ist die Umweltbewegung ja auf dem richtigen Trip. Nur wenn sie sagt, in 50 Jahren müssen wir bei Null sein und dann müssen wir Restbestände an Kohlenstoff in der Erde lassen, dann kann ich da nicht mehr folgen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so hart begründbar. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch die zweite Frage, die inzwischen oft in der Diskussion ist, dass es nicht ein Budget, sondern dass wir sozusagen ja auch eine bestimmte Absorption von dem Kohlenstoff haben. Also das ist sozusagen eine... Ja, nur gut, das ändert aber nichts daran. Also der Kohlenstoff, der aus der Erde rauskommt, der geht in die Luft zunächst und der wird dann absorbiert von den Meeren, der wird absorbiert von wachsender Biomasse auf der Erde und ein Teil bleibt aber in der Luft. Ja, über die längere Zeit, ein paar hundert Jahre, bleibt ein Viertel gesichert in der Luft. Und dieses Viertel erzeugt einen dauerhaften Treibhauseffekt. Mhm. Natürlich auch nicht ewig, sagen wir mal über zigtausende von Jahren reagiert das wieder mit dem Kalkstein, dann geht auch das noch weg. Aber das ist mal jetzt für geschichtliche Überlegungen irrelevant. Ja, ja. Wir sind ja doch immer ein bisschen näher an der Realität dran. Also wir gehen nochmal zurück zu unserem Abzinsungsproblem. Wir haben ja noch einen weiteren Faktor, der uns die Investition verleiden kann, das sind Inflation. Also wenn ich mit Inflation rechne, also wenn ich mit Geldentwertung rechne und denke mal, ich kann meine Produkte teurer verkaufen oder billiger, je nachdem wie die Planung oder die falsche Einschätzung ist, wie kann man das mit in
die Rechnung aufnehmen, dass man zukünftige Inflationsraten berücksichtigt. Ja, man muss immer mit den sogenannten Realzinsen rechnen bei all diesen Überlegungen. Mhm. Das ist also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Denn wenn ich jetzt ein Haus mir baue und die Mieten steigen ja dann mit der Inflationsrate, das tun sie mindestens. Ja, die Inflationsrate kommt additiv zu der Mietsteigerung aus Knappheitsgründen hinzu, die sonst gewesen wäre. Dann muss ich ja nicht viel Angst vor der Inflation haben, weil ich Besitzer dieses Realkapitals bin, während umgekehrt meine Schulden sich ja von alleine entwerten, nicht? Durch die Inflation. Ich zahle mit entwertetem Geld später meinen Kredit zurück. Und wenn die Inflationsrate gar höher ist als der Zins, wie das jetzt die letzten Jahre der Fall war, dann kriege ich ja sogar noch was geschenkt. Ne? Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, deswegen ist der Einfluss durch die Inflation immer ganz beträchtlich. Also darum ist ja zumindest für den, der jetzt in Häuschen investiert, das ist ja angenehm. Sein Gehalt wächst sozusagen mit der Inflation. Das Vermögen, was er aufgebaut hat oder was er sozusagen die Zinsen, die er zurückzahlen muss, beziehungsweise auch den Wert des Hauses, der ist konstant. Und das sehen wir jetzt aber auch bei einem ganz interessanten Effekt, wenn wir uns über die erneuerbaren Energien anschauen. Wir haben also hier die Solarzellen und wir haben die Windkraftwerke und die kriegen ja nach der jetzigen Vereinbarung, zumindest gesetzlich, kriegen die einen fixen Preis pro Kilowattstunde. Deutschland hat sich darauf geeinigt zu sagen, 8 Cent pro Kilowattstunde. Also je nach Anlage, das ist ganz kompliziert. Aber das dann über 20 Jahre. Das heißt, ich habe hier dann keine Inflationsbereinigung. Ich weiß sozusagen nicht den Zins in der Zukunft, ich weiß schon die Einnahmen in Zukunft. Ist dessen eine gute Idee in den Markt, dass ich die zukünftigen Einnahmen schon bei Installation meiner Anlage bekannt gebe oder sollte man sowas eher dem Markt überlassen, dem Preis? Ja, das ist jetzt das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland, das das vorsieht. Grüne Energie hat ein Einspeiseprivileg, kann also jederzeit in den Markt, auch wenn gar keine Nachfrage nach Strom da ist. Und B, der Preis ist garantiert. Das war diese grandiose Erfindung, die seinerzeit ein CSU-Abgeordneter, der sich mit einem grünen Abgeordneten zusammentat, da hatten und die sie durchgebracht haben. Es ist quasi das deutsche Modell geworden. Ne? Okay. Ein sehr, sehr starkes Fördermodell mit der Folge, dass wir jetzt sehr viel grüne Energie auch haben. Ja? Das heißt also, wir haben jetzt für den Investor, der zum Beispiel ein Windkraftwerk baut für viele Millionen, das sind inzwischen richtig teuer, der weiß jetzt in den nächsten 20 Jahren, bekommt er immer dieses Geld gezahlt. Ja, und Ihr Punkt ist, dass die Inflation bedeutet, dass er nicht weiß, wie viel das dann noch wert ist. Ja, genau. Ja. Weil bei dem Mieter weiß ich, die Miete geht nach oben. Ja, das stimmt. Die Inflation führt also in gewisser Weise zu einer Verminderung der Förderung. Ja, also das heißt, das ist eigentlich eine Entwertung. Wenn jetzt der Staat diese Förderung reduzieren will, kann er sie auf dem Papier nicht reduzieren, das ist ja vertraglich. Mhm. Aber er könnte sozusagen durch eine flotte Inflationsrate das doch relativ schnell versinken lassen. schon richtig. Der Staat ist ja auch ein großer Inflationsgewinner. Er freut sich eigentlich insgeheim, darf man nicht offen sagen, über die Inflation. Denn bei der Inflation entwerten sich seine Verpflichtungen, entwerten sich seine Schulden, für die er Zinsen zahlen muss. Bei Inflation kriegt er mehr Steuereinnahmen und zwar nicht nur proportional zu den steigenden Preisen, sondern überproportional, weil wir ja alle Progressionstarife haben. Ne? Wir wandern also hoch in höhere Steuerklassen, wo wir einen höheren Prozentsatz eigentlich abgeben. Der Staat ist Inflationsgewinner durch das Abschreibungssystem. Wenn eine Firma eine Maschine gekauft hat, darf sie die ja abschreiben. Und bei Inflation reicht die Abschreibung gar nicht aus, um die neue Maschine wieder zu kaufen. Ne? Ja, sie ja eigentlich. So also das ist die Scheingewinnbesteuerung, die die Inflation erzeugt. Und ein Geldvermögensbesitzer, ein Sparer, der jetzt eine Lebensversicherung abgeschlossen hat und da eine bestimmte Verzinsung kriegt, der ist ja auch der Gelackmeierte, weil er dann auf diesen Zins, auf den Ertragsanteil seiner späteren Rente,
Ja, da kann man ja alles ausrechnen, da eine Steuer zahlen muss. Und zwar selbst dann, wenn dieser Ertrag gar nicht die Inflation ausgleicht. Er hat gar keinen Ertrag. Mhm. Er hat einen negativen Ertrag und muss trotzdem nominal jetzt seine Ertragsanteile versteuern. Also der Staat greift da ganz schön zu. Und deswegen muss man auch immer vorsichtig sein bei Beteuerungen der Politiker, sie seien gegen die Inflation. In Wahrheit profitieren sie. Und natürlich sollten die Politiker die Interessen des Volkes vertreten. Das Volk profitiert davon nicht, von dieser Sache. Aber ein Politiker fühlt sich immer wohl, wenn er Geld ausgeben kann. Ja. Dann kann er nämlich Stimmen kaufen. Und so eine Partei ist ja wie so ein Fußballverein, die will ja gewinnen, nicht? Das Volkswohl kommt hier an zweiter Stelle. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Gebiet mit Zins, auf das Sie ja sehr viel Analysen gemacht haben. Das ist dieses Target-System in Europa, dass ich sozusagen Geld Ausleihe, ich nenne es jetzt mal Geld ausleihen ohne Verzinsung. Also nicht ohne Verzinsung. Ist es mit Verzinsung? Natürlich wird das verzinst. Aber in der Höhe der Zentralbankzinsen? Ja, das ist zwar sehr kompliziert, aber es wird verzinst. Es wird einmal nominal verzinst nach den Rechten, aber dann wird das wieder in ausgeglichen durch einen Pool. Die Zinseinnahmen werden geteilt in Europa und so weiter. Aber das bedeutet doch eine Verzinsung der Tagessalden, weil nämlich die Tagessalden entstehen ja zum Beispiel, indem die Italiener Geld schaffen, Liquidität, dann wird das überwiesen nach Deutschland, kaufen sie irgendwas dafür. Es entsteht für die Bundesbank dann die Verpflichtung, diese Zahlung durchzuführen. Und zwischen den Zentralbanken entsteht ein Kredit. Verhältnis. Da merken die Kunden nichts davon. Ja. Aber die Zentralbanken haben halt kein Konto sozusagen bei der Europäischen Zentralbank. Mhm. Aber sie führen diese Dinger durch, diese Überweisungen. Und dann entsteht automatisch ein Kreditverhältnis zwischen ihnen, beziehungsweise zwischen ihnen und der Zentrale. Aber es ist faktisch ein Kreditverhältnis zwischen den Zentralbanken. Die Tagessalden messen ein unbegrenzten Überziehungskredit, den Länder, die denen der Kredit wegläuft, das Kapital wegläuft, quasi zum Ausgleich aus dem System herausziehen können. Nicht? Und es wird verzinst insofern, als die Liquidität dann in Deutschland anlandet. Die Bundesbank muss darauf Zinsen zahlen auf die Einlagen, die die Banken bei ihnen haben und kriegt aber einen Ausgleich, indem man zum Schluss alle Zinseinnahmen der Zentralbanken rechnerisch zusammenfügt in einem Topf und dann kriegt jeder einen bestimmten Anteil. Und wenn jetzt die Zahlungsverpflichtung für diese Einlagenzinsen von Italien nach Deutschland wandert, im Umfang dieser Überweisungen, wie sie durch Target gemessen werden, dann entsteht für die Bundesbank auch aus dem Pooling-System eine zusätzliche Zinseinnahme. Okay, also kommt das, also das tatsächlich Geld zu einer Verzinsung. Das geht dann auf das Konto der Deutschen Bundesbank sozusagen. Und sie kriegt einen Ausgleich durch die Verzinsung der Tagessalden dafür, dass sie durch die hohe Liquiditätsschwemme, die hier einsetzt, dadurch, dass das Liquidität aus ganz Europa nach Deutschland fließt, Belastungen hat in Form des Einlagezinses, den sie selbst an die deutschen Banken zahlen muss. Also hinreichend kompliziert. Ja, das wollen wir uns Frage, damit jetzt in diesem Vortrag hier belasten. Weiterentwickeln. Wir gehen mal jetzt in einen anderen Bereich rein. Wir gehen mal auf die Energiepreise. Ja, Sie haben schon recht komplexe Themen, die Sie jetzt in aller Kürze hier ansprechen. Die Energiepreise ist, also das erste Mal in der Volkswirtschaft haben wir verschiedene Faktoren, die unsere Lebendigkeit der Wirtschaft bestimmen. Wie viel Kapital haben wir, wie viel Arbeitnehmer, wie viel Grundstücke auch und wie viel Fläche, aber eben auch wie viel Energie wir einsetzen in einer Volkswirtschaft. Und das ist, also für mindestens die Zahlen, die ich gelesen habe, ist es ein relativ kleiner Prozentsatz eigentlich unserer gesamten Volkswirtschaft, was sozusagen die Energiekosten sind. Oder täuscht das? Man würde meinen, dass 3% oder irgendwas in der Richtung ist das unterwegs. Also in einer produktiven Volkswirtschaft für Deutschland, wo man ja tatsächlich auch was macht. Ja, stimmt. Also der höchste Kostenfaktor ist immer die menschliche Arbeit. Ja. Nicht? Das ist eben 2/3 der Kosten der Unternehmen, wenn man die Vorprodukte abzieht. Also das ist
Also ich will jetzt da nicht in die Tiefe gehen. Ja, klar, man importiert ja auch Energie voll von Stahl aus. Ja, trotzdem, Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, für die machen natürlich auch da die solche Unterschiede, spielen die eine Rolle. In der Chemieindustrie ist es ganz deutlich. Da ist der Anteil der Energiekosten sehr viel höher. Und die wandert ab. Mhm. Das sieht man ganz deutlich. Mhm. Die Chemie ist im Rückmarsch. Etwa seit 2018 sehen wir einen deutlichen Rückgang der Chemieproduktion, wie im Übrigen auch der Automobilproduktion und so weiter, was ja auch viel mit Energie und so weiter zu tun hat. Also Energie ist schon die Triebfeder einer Volkswirtschaft. Und die Kosten derselben können nicht von endogen in dieser Volkswirtschaft bestimmt werden. Wissen Sie, wenn die Lohnkosten zu hoch sind, naja, dann irgendwann entsteht Arbeitslosigkeit und dann mäßigen sich die Gewerkschaften, dann geht das wieder zurück. Wenn die Energiekosten zu hoch sind, was sollen wir denn da machen als Deutsche? Die müssen wir so nehmen, wie sie kommen. Ja. Ne? Ja, wie gesagt, es gibt auch Leute, die sagen, die Energie hat zwar nominalen geringen Effekt, weil in der tatsächlichen Investitionsbereitschaft und in der tatsächlichen Wachstum von Ländern sieht man den Effekt, dass wenn Energie teuer wird, das Wachstum überproportional schrumpft gegenüber anderen Faktoren, weil die anderen Faktoren, das sind ja... Liegt ja auch daran, dass die Energiepreise so volatil sind. Die Löhne ändern sich ja nicht so schnell. Die sind zwar wichtig, aber die ändern sich nicht schnell. Und die Energie kann sich sehr schnell verteuern. Mhm. Wir haben die Energiekrise gehabt in den 70er Jahren mit einem gewaltigen Zuwachs der Energiepreise. Das hat die deutsche Volkswirtschaft massiv abgebremst. Und auch die Energiekrise der letzten Jahre hat das getan, wobei nicht nur Putin hier eine Rolle spielt, sondern eben auch die selbst beschlossene Verteuerung der Energie aus Gründen OPEC. Des CO2-Ausstoßes. Oder CO2, okay. Ja, also wie gesagt, wir haben ja, also Energiekrise ist ja eigentlich immer, das nennen wir einfach immer den Zustand, wo der Preis für die Energie hochgeht, weil die tatsächliche geförderte Energiemenge, wenn ich sie richtig verstehe, ist ja etwa konstant oder sagen wir leicht wachsend, aber die fluktuiert ja nicht so massiv. Ich meine weltweit. Weltweit, ja, weltweit betrachtet. Ja, weltweit ist es erstaunlich, wie stabil die Abbaumengen bei den fossilen Brennstoffen sind und wie sie sich entwickeln. Das sind träge Trends, die nicht volatil sind. Ganz deutlich ist das beim Öl. Wir haben praktisch bis Corona fast 40 Jahre lang, also seit der letzten Ölkrise 82, 40 Jahre lang einen fast linearen Produktionstrend gehabt, mit leichter Steigung. Ja. Obwohl das ja nicht ewig geht, wissen wir auch. Ja. Aber in dieser Zeit haben wir es gehabt, weil die Ölförderländer sich das vorgenommen hatten. Nicht? Die haben sich gesagt, dass wir in den 70er Jahren machen wir nicht nochmal dieses Hin und Her mit den Mengen, da schaden wir uns nur selber. Wenn wir dann die Preise hochsetzen, kauft keiner mehr unser Öl. Und wenn die Preise fallen und wir reduzieren die Mengen, ja dann haben wir noch weniger Einnahmen, als wenn wir wenn wir die Mengen konstant halten. Die halten sie einfach konstant. Das ist schwer zu verstehen, warum sie das machen, aber sie machen es. Das ist eine empirische Tatsache. Und das ist auch interessant für die Beurteilung der Sinnhaftigkeit einer CO2-Politik, die in Teilen der Welt unilateral, in Europa zum Beispiel, jetzt vorgenommen wird. Wir sagen, wir verbrauchen weniger Erdöl. Und wir gehen mal mit gutem Beispiel voran. Wir wissen nicht, alle machen mit, aber die anderen sehen, dass wir so artig sind und das tun. Und dann tun sie es vielleicht auch. Die Pessimisten sagen, naja, die lassen sich nicht beirren und tun, was sie wollen, kaufen weiterhin die Energie. Nein, es ist leider noch schlimmer. Die kaufen genau die Mengen, die wir freigeben. Weil wir weniger CO2 über die Ölverbrennung in die Luft pusten, pusten sie mehr
raus, als sonst der Fall gewesen wäre. Das ist eine empirische Wahrheit, die ist nachweisbar. Das liegt nämlich genau an diesem linearen Pfad der Ölextraktion. Also wenn Europa, es war immer so in den letzten Jahrzehnten, wenn irgendwo auf der Welt die Nachfrage nach Öl stieg, dann stieg der Ölpreis fast explosionsartig an, nach oben. Und wenn die Nachfrage irgendwo runterging, dann fiel der Ölpreis. Aber nie haben die Fördermengen reagiert. Und das ist der Beleg dafür, dass jene Regionen, die mehr nachgefragt haben, übersteigende Preise, aus anderen Regionen das Öl bekamen. Das wurde einfach nur umgelenkt. Oder anderen Teilen der Volkswirtschaft das bekam, weil weniger verbraucht wurde. Also es hat sich die Nachfrage weltweit dann doch geregelt über den Preis. Ursprünglich war eine höhere Nachfrage da. Und der höhere Preis reduziert dann diese Nachfrage wieder auf die vorhandene Produktion. Und Bemühungen jetzt der Europäer, den eigenen Ölverbrauch zu senken, um den Weltmarktpreis zu senken und damit irgendwas zu erreichen bei der Ölproduktion, die sind hoffnungslos, wie die Empirie gezeigt hat. Denn das wäre so wie eine Rezession von Teilen der Welt in der Vergangenheit, die auch nur dazu führte, dass bei sinkenden Preisen andere Länder in den Boom kamen und dieses Öl dann gekauft haben. Also wir haben sozusagen da verbundene Gefäße, was sich an einem Ende versuche zu senken, geht aber am anderen Ende hoch oder kommt am anderen Ende raus. Nicht? Aber verstehen Sie, was der Punkt ist, den ich hier betonen möchte? Also die moralische Position, die viele haben, ist sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran, die anderen folgen uns noch nicht, aber vielleicht werden sie es irgendwann tun. Sie sehen, dass die anderen nicht folgen. Sie sehen aber nicht, dass die anderen genau das Gegenteil tun. Wenn wir vorangehen mit dem Energiesparen, verringern sie ihr Energiesparen, weil wir durch unsere Maßnahmen die Weltmarktpreise senken und damit eben ölintensive Produktionen im Rest der Welt hochziehen. Nicht? Wir subventionieren die Konkurrenten, die anderen Industrieländer, die gerne mehr Öl dann kaufen. Ja, und der Ausstoßeffekt und der Klimaeffekt unserer Maßnahmen ist nicht klein, weil wir klein sind, sondern er ist null. Wegen diesen verbundenen Märkten. Ja. Die Mengen bringen diese konstanten viele nicht. Mengen. Viele Leute denken jetzt nur an die eigenen Verbrauchsmengen. Es kommt aber nicht auf die eigenen Verbrauchsmengen an. Es kommt immer nur darauf an, wie viel wo auf der Erde rausgeholt wird. Das ist der einzige Punkt, auf der relevant ist. Wenn jemand Lagerstätten hat und holt den Kohlenstoff raus, dann ist er auf dem Markt. Ist er auf dem Markt und wird irgendwo verbrannt. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob da eine Teilregion der Welt jetzt nicht mehr kaufen will oder kauft. Spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, was rausgeholt wird. Also wir müssen im Prinzip Deals mit den Leuten machen, die entweder diese Förderländer sind und sagen, also für jede abgeschaltete Quelle oder was auch immer, gibt es von uns eine Prämie. Oder wir können uns mit allen Ländern in diesem Klimaclub einigen, dass man gemeinsam eine Preisveränderung vornimmt, die dann möglicherweise wirksam ist. Ja, das gut, dass Sie das noch ansprechen. Das zeigt nämlich jetzt die Corona-Krise. In der Corona-Krise ist dieser lineare Pfad, von dem ich sprach, unterbrochen. Erstmals seit fast 40 Jahren senken die Förderländer ihre Ölproduktion. Warum? Weil Corona bedeutete, dass überall auf der Welt die Räder der Industrie stillstanden. Es wurde weniger Öl verbraucht. Der Preis ging in den Keller. Und die Ölförderländer hatten Angst, dass sie noch nicht mal ihre Extraktionskosten, so niedrig sie sind, decken können. Und dann haben sie die Notbremse gezogen und haben weniger gefördert. Das zeigt ein Klimaclub, den Sie ansprachen, wo also alle Länder die sich einigen, dass sie ihre Verbrauchsmengen reduzieren, hätte in der Tat die Kraft, theoretisch, die Förderländer zu bezwingen und sie zu zwingen, das Zeugs in der Erde zu lassen. Aber wenn man den Klimaclub nicht hinkriegt, dann funktioniert jedenfalls dieser unilaterale Ansatz der EU nicht. Das ist irgendwie nur was für das gute Gefühl in der Magengegend und es ist vollkommen wirkungslos. Tragische, Also wie gesagt, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein energiemächtiges Land wie China wäre, also wenn jetzt, sagen wir mal, die chinesische Zentralkomitee beschließt, wir
senken über Jahre, also die denken ja immer eher in Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, jedes Jahr um 1% unsere Verbrauchsmenge oder unsere CO2-Emissionen. So ein Land könnte einen Effekt erzeugen oder würden dann doch die anderen Länder das absorbieren? Naja, die sind ja schon, die Chinesen stoßen mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes aus der Welt, der Industrie, also ja, mehr als die Industrieländer, so muss ich sagen, die OECD-Länder. Und die haben natürlich schon einen massiven Einfluss. Aber wenn jetzt die OECD-Länder darauf reagieren, auf die Chinesen, indem sie selber sagen, ach, vergessen wir mal das Klimaziel und machen wir wieder Party, dann wäre ja auch kein Effekt. Aber gut, das zeigt eben, dass wenn China mitmacht, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Und Indien sollte auch noch mitmachen. Denn zwischen Indien und China gibt es das gleiche Problem. Die Inder könnten dann sagen, oh, dann nehmen wir doch die Mengen, die die Chinesen jetzt nicht verbrauchen. Müssen wir jetzt so weit fahren. Mit dem immer bei den handelbaren Brennstoffen. Ja, ja, das ist also vor allem Öl, es ist aber auch Gas. Sie kriegen ja beide das russische Öl, Erdgas. Kohle. Und es ist die Steinkohle. Ja. Braunkohle nicht. Die ist zu schwach im Brennwert. Ja. Bei der Braunkohle haben wir übrigens den einzigen Ansatzpunkt als Deutsche, um tatsächlich zu verhindern, dass es einen CO2-Effekt gibt. Denn die liegt auf deutschem Territorium. Das heißt, wenn wir die nicht abbauen, dann kommt es auch nicht in die Luft. Also das ist genau der Punkt, wo ich meine, also wenn man es schaffen würde, so einen Ölprinzen da den Hahn zudrehen zu lassen, ist schwierig, machen die nicht freiwillig, aber wir können unseren eigenen CO2-Hahn, also unsere eigenen Braunkohlegruben schließen und damit haben wir zumindest einen Effekt, weil die dann nicht mehr auf dem Markt irgendwo auftauchen. Genau, nur das ist unser CO2-Hahn, wie Sie sagen, nicht der Gashebel beim Auto. Oder die Frage, ob wir Ölheizungen einbauen oder nicht einbauen, das ist alles kein relevanter Hebel. Wir haben in Deutschland natürlich inzwischen natürlich die Diskussion durch diese CO2-Steuern, die ja, je nachdem, wenn man da lauscht, sehr stark angehoben werden sollen oder CO2-Zertifikatspreise oder wie man es auch immer nennt, dass wir hier natürlich auch soziale Probleme kriegen. Nicht so wohlhabende Leute, die heizen sozusagen mit dem billigsten Ofen und erzeugen ansatzweise sogar mehr CO2, habe ich jetzt gelesen, wie die wohlhabenden Leute, die gut isolierte Häuser haben und sich sehr viel Mühe geben. Kann der Staat, macht es überhaupt Sinn, wenn der Staat sagt, über die Energieverteilung, über die Preise, die die Einzelnen zahlen, da kann ich die Hand drauf haben und ich gebe der viel verdient, die Energie teuer und der andere kriegt so eine CO2-Erlass? Nein, das ist völlig sinnlos. Es gibt das Hauptgesetz der Volkswirtschaftslehre ist das Gesetz des einen Preises. Für was immer das gut ist, was Sie betrachten, gilt, es ist effizient, nur einen Preis für alle Verbraucher zu haben. Einkommensverteilungspolitik muss man anders machen über einen progressiven Steuertarif, aber nicht über die Gestaltung von Preisen, weil Preise eine Lenkungsfunktion haben in der Marktwirtschaft. Da bringen sie alles durcheinander. Jetzt gibt es natürlich einen anderen Ansatzpunkt noch, der mir jetzt als Physiker gut liegt. Das ist, dass man auf technische Möglichkeiten zugreift. Dass man sagt, wir entwickeln neue technische Möglichkeiten. Also ein Beispiel, zum Beispiel die Solarzellen, die sind dann auch richtig billiger geworden. In den letzten 10 Jahren irgendwie um Faktor 5 oder 10, je nachdem, wo man zählt. Und das funktioniert gut in dem Bereich. In manchen Bereichen, sagen wir mal, ist es äußerst holprig. Also zum Beispiel Energiespeicherung. Wir haben keine Wasserstoffwirtschaft, auch wenn sie propagiert wird. Kann eine Politik durch Förderung wirklich Innovationen voranbringen oder ist das eher eine Augenwischerei, dass man tatsächlich, dass es Glück ist, wenn die Forscher was Gutes finden? Nein, natürlich gibt es Förderung und sinnhafte Förderung. Ich meine, der Staat hat eine Aufgabe bei der Grundlagenforschung, deswegen unterhält er ja die Universitäten und die Fraunhofer-Institute und so weiter, Max-Planck-Institute, ist ja alles sehr wichtig. Und dieses Wissen, das da erzeugt wird, ist ein öffentliches Gut, das vielen Verwendern zur Verfügung steht. Das wird privat nicht in hinreichendem Umfang erzeugt. Da hat der Staat eine Funktion. Aber sobald es in die Nähe der Marktreife geht, das sind schon private Aktivitäten, da braucht der Staat sich nicht zu engagieren. Und insofern stellt sich hier bei der Förderung von Technologien auch immer die Frage, was ist der größte Gewinn für die Volkswirtschaft? Das Beste ist, man macht ein Gießkannenprinzip und fördert nach allgemeinen Kriterien.
Und dann wird man schon sehen, wo die Pflanzen wachsen. Ja, ja, verstehen Sie? Gut. Und dann hat man da was. Anstatt selber zu sagen, ich meine aber, diese Pflanze hat das größte Potenzial zu wachsen und ich gieße jetzt speziell die. Das setzt ein Wissen voraus für die staatlichen Bürokraten, die das verwalten müssen, das die gar nicht haben. Ja, das heißt also, die kleinteilige Forschungsförderung, wo ich genau sage, also jetzt müsst ihr so den Wasserstoffcontainer da entwickeln. Ja, ist albern. Das ist Zentralplanungswirtschaft. Das hat ja nur nicht funktioniert. Das haben wir 50 Jahre im Osten unseres Landes ausprobiert. Wollen wir den Quatsch nochmal wiederholen? Viele wollen das. Die meinen, also da ist ein Politiker. Wir haben einen Missstand, wir haben eine Notwendigkeit. Wir ordnen das jetzt einfach an. Na, so geht das überhaupt nicht. Wenn man dann schon fördern will, muss man es immer möglichst breit machen und dann sehen, wo private Initiativen irgendwelche Erträge sehen. Also deswegen sind die Ökonomen auch generell der Meinung, dass ein CO2-Preis besser ist als so Verordnungen für Isolierung von Häusern und den Bau von Motoren, die Menge an CO2, das die ausstoßen dürfen, das ist alles wirklich einer Marktwirtschaft nicht zuträglich. Ja, also wie gesagt, nicht in die Details eingehen, einfach das globale Problem besteuern, also zum Beispiel das CO2, wenn man das dann möglichst großräumig schafft. Ja. Ein anderes Problem sehe ich immer in der physikalischen Realität. Also es gibt bestimmte Gesetze, Kano, man kann nur einen bestimmten Wirkungsgrad erreichen. Wasserstoff ist auch ein sehr schwieriges Material, das hat man sehr lange übrigens erforscht, das ist ja seit 100 Jahren immer wieder in der Liste. Burko hat ja die Wasserstoffwirtschaft in den 60er Jahren schon proklamiert. So, Solarenergie aus der Sahara zu Wasserstoff machen, eine Pipeline durch Italien nach Deutschland. Nicht? War ja gute also Idee. Es gibt da eine ganze Menge an Ideen, die aber, wie gesagt, die Physik ist manchmal sehr gemein, weil sie sich halt so ist, wie sie in den Gesetzen steht. Die Ökonomie und auch. Das glauben nur viele nicht. Viele halten sich für Ökonomen, weil sie einen Geldbeutel haben. Ja, das ist ein guter Satz. Ja, und wie gesagt, also wir haben vielleicht, das ist mein Gefühl, wir haben die Politik einmal furchtbar irritiert, also jetzt als Physiker gesprochen, weil wir die Kernenergie entdeckt haben. Also die Kernenergie ist ja plötzlich ein Faktor, eine Million mehr Energie im gleichen Material, wie man das vorher so kannte. Und da gab es ja Atoms for Peace und diese Initiativen und man konnte da also so erstaunlich große Energiemengen aus dem Gestein holen. Jetzt ist so gefühlt die Hoffnung immer, das müssen Sie wieder was Neues erfinden, was ähnlich gut ist, aber nicht diese Nebenwirkungen hat. Kann man das wirklich in die politische Realität einplanen, dass demnächst neue Entdeckungen kommen, also grundlegende Entdeckungen, nicht nur einfach so ein bisschen anderer Filter oder so? Das halte ich für super riskant. Aber manchmal kommt es mir vor, das würde als Teil der Politik verkauft. Ja, Sie sind der Physiker, nicht ich. Ne? Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, was da möglich ist. Aber gut, bei der Kernenergie gibt es ja jetzt diese kleinen Flüssigsalzreaktoren, die überall gebaut werden. Da gibt es ein halbes Dutzend Startups, die zum Teil auch von den Internet-Giganten, die nicht wissen, wohin mit ihren Milliarden finanziert werden. Und da läuft einiges. Ne? Ja. Also eine neue Welle von Kleinkraftwerken bei der Kernenergie ist ja unterwegs. Und China macht ja auch mit da und so weiter. Nur die Deutschen sind mal wieder nicht dabei, ne? Ja, das obwohl ist wir die ganze Sache erfunden haben. Diese tragische Ausschließung per Gesetz von einer bestimmten Technologie, das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Diese verflixten Politiker, die sich anmaßen, über das Wissen zu verfügen, um solche Entscheidungen zu treffen. Und Deutschland hat damals dann zwar noch eine Kommission eingesetzt unter Merkel, aber da war doch gar kein Physiker drin. Das waren ja alles Moralisten, die da drin saßen. Also mit Verlaub, so kann man doch keine Wirtschaftspolitik machen. Ja, das war meiner Ansicht nach auch ein reines Pflästerchen, um zu tun, als ob man sich... Es war ja praktisch das Ergebnis vorweg geplant, was da rauskommt in der Kommission. Das ist ein ganz mysteriöser Vorgang, in den will ich jetzt nicht einsteigen. Ich habe mich da mit einigen Doktorarbeiten beschäftigt, die das untersucht haben. Es ist kaum zu entwirren, was da wirklich gelaufen ist. Aber kommen wir mal ein bisschen zu diesen politischen Entscheidungen. Also wir haben jetzt erstmal in Deutschland haben wir jetzt seit 3 Jahren knapp eine andere Regierung, wie wir vorher hatten. Obwohl sie anders ist, ist so, kann man dann drum streiten. Aber die Wirtschaft gutiert es nicht unbedingt. Also ich höre aus der Wirtschaft sehr viele Stimmen, die sagen, uns geht's schlecht. Ist das so?
Oder sprechen denn die Zahlen volkswirtschaftlich, die man kennt, dafür? Ja, das ist so. Der Wirtschaft fließen die Fälle weg. Woran liegt das? Oder woran sieht man es? Man sieht es als zunächst mal an den harten Zahlen. Unter den OECD-Ländern hat Deutschland das niedrigste Wachstum schon seit 5 Jahren. Und auch in der Prognose jetzt wieder sind wir das Schlusslicht. Keiner hat so viele Schwierigkeiten im Moment, wieder auf Trab zu kommen wie Deutschland. Wir sehen es auch an der Industrieproduktion, die ist rückläufig seit 2018. Geht da zwar volatil rauf und runter und dann kommt Corona, dann bricht alles ein, geht aber wieder hoch. Aber der Trend ist doch eindeutig negativ. Wir sind hier bei zweistelligen Schrumpfungsraten über diese Zeitspanne zusammengerechnet von 2018 bei der Chemieindustrie, bei der Automobilindustrie, auch in anderen Bereichen. Und diese Schrumpfungsraten haben andere Länder nicht. Wenn Sie in die Schweiz schauen, die ja auch nicht nur Finanzen hat, sondern eine ordentliche Industrie mit hochqualitativen Produkten, die wachsen munter vor sich hin. Oder Österreich selbst, nicht? Also Deutschland hat hier wohl besondere Probleme, weil eben wir in Deutschland eine Regierung haben und hatten auch, das ist ja nicht neu, das ist ja alles von Merkel noch übrig geblieben, denn Merkel hat immer versucht, den Grünen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie dasselbe gemacht hat, was die dann vorhatten, damit sie nicht bei der Wahl gestellt werden konnte. Seitdem haben wir eine, ich würde schon sagen, extremistische Klimapolitik. Mhm. Also der Extremismus ist diesmal nicht mehr an den Rändern, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Okay, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Also wie gesagt, die Schwierigkeit, also diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind sozusagen jetzt nicht eine Neuheit, die jetzt vor 2 Jahren irgendwie erfunden wurde, sondern es ist mehr 2018, also wir haben eine ganze Weile schon, sind wir da auf so... 2011 ist, glaube ich, ein wichtiges Jahr. Fukushima, ja. Merkel hat dann reagiert durch die Abschaffung der Kernkraftwerke und das zeigt ja, dass ja irgendwie was Komisches los ist in diesem Land. Mhm. Die Leute wollen dann offenbar mit dem Fahrrad fahren in Zukunft und die Räder der Industrie mit den Muskeln bewegen oder was? Ich weiß es nicht. Das ist, ich übertreibe, das ist jetzt natürlich sarkastisch und polemisch, aber wahr ist, dass diese enorme Vorgabe bis 2045 auf Null zu kommen beim CO2-Ausstoß. Ja, ich muss sagen, abenteuerlich und utopisch ist. Mir fehlen die Worte angesichts dessen, was man sich hier vornimmt. Es sind ja nur noch 20 Jahre. Dann sind wir ja da. Wie will man denn das machen? Wir haben seit 1990, und das ist immer der Bezugspunkt für alle diese Wiedervereinigung und Kyoto-Abkommen, und man bezieht sich immer auf das Basisjahr 1990. Seit 1990 haben wir einen Rückgang um 40% erzielt und wollen jetzt in den verbleibenden 2 Jahrzehnten, das waren immerhin mehr als 3 Jahrzehnte, wollen wir in den verbleibenden 2 Jahrzehnten die restlichen 60% Wobei schaffen. Wobei die zweite Hälfte ja immer schwieriger ist. Ja, die low-hanging fruits, die niedrig hängenden Früchte des Baums, die kann ich ja schnell pflücken, aber da oben hängen noch welche, da komme ich ja schwerer ran. Und da hängen viel mehr, und das, als ich unten weggenommen habe, und die muss ich jetzt auch noch pflücken, das wird nicht gelingen. Industrielle Prozesse gehen nicht innerhalb von 1-2 Jahrzehnten. Das ist eine Sache, die ein Jahrhundert braucht, was man sich da vorgenommen hat. Und das zu forcieren innerhalb von 2 Jahrzehnten ist ein Harakiri-Kurs, der die deutsche Wirtschaft massiv beschädigt und eben zu Investitionsattentismus führt. Und dieser Investitionsattentismus im privaten Sektor ist der Hauptgrund dafür, dass wir nicht mehr vorankommen. Die Firmen suchen das Weite. Statt neu zu investieren, legt man das Geld in Fonds an, die sonst wo auf der Welt ihr Geld anlegen und zu Realinvestitionen führen, aber nicht in Deutschland. Aber jetzt, was irritierend ist zumindest, ist, wenn man jetzt auf diese deutsche Börse guckt, die ja gar nicht so schlecht dasteht. Also der deutsche Aktienkurs, wenn man jetzt sagt, der müsste ja dann eigentlich auch einbrechen, wenn man die Industrie schwächelnd hat, würde man jetzt sagen. Ja, klar.
Aber das ist ja nur ein Effekt. Mhm. Ein Aktienkurs ist im Wesentlichen durch das Ergebnis von Portfolioentscheidungen. Mhm. Die Leute haben ja die Möglichkeit, festverzinslich ihr Vermögen anzulegen, die Investoren, oder Aktien zu kaufen. Und der Aktienkurs hat immer damit zu tun, was die relative Rendite ist. Ja. Wie viel Dividenden kriege ich bei den Aktien, wie viel Zinsen kriege ich am Markt? Und die Zinsen sind ja extrem niedrig gewesen in der letzten Zeit. Und wir hatten Inflation. Mhm. Der Realzins war negativ, so stark negativ wie nie. Und dann boomen natürlich die Aktien. Nicht? Ja, aber jetzt, die Inflationsgefahr ist immer noch nicht weg. Wir haben immer noch keine hohen Realzinsen. Das stimmt, aber jetzt, wenn man den Vergleich der Länder, also ich meine, wir haben ja, das Kapital ist ja international unterwegs, und also das große private Kapital wird ja dort angelegt, wo es die höchste Rendite sicherlich auch gegenüber den anderen Alternativen verspricht, und dann wandert eben sehr viel Kapital nach England oder den USA oder vielleicht auch nach China, aber eben weniger würde man vermuten nach Deutschland, und trotzdem performt die deutsche, zumindest der Aktienmarkt, wobei der ja nicht die ganze Wirtschaft in Deutschland wiedergibt, das muss man sagen, wir haben ja hier einen sehr starken Mittelstand auch, performt relativ gut. Also ist das internationale Kapital jetzt schon bereit zu sagen, das kriegen die Deutschen hin? Oder? Ja, die anderen Aktienmärkte laufen auch gut, das ist ja nicht speziell Deutschland. Mhm. Das müssen Sie verstehen über die Zinspolitik der letzten Jahre. Mhm. Nicht? Wir haben, um die Inflation zu bremsen, die Zinsen erhöht. Mhm. Und diese steigenden Zinsen haben trotz der Inflation Schwierigkeiten bedeutet für Banken zum Beispiel. Mhm. Banken hatten, nehmen Sie in Amerika die Silicon Valley Bank, die haben also nicht nur in die reale Wirtschaft im Silicon Valley investiert dort, sondern haben Staatspapiere gekauft. Und die Zinserhöhung, die stattfand, hat die alten Staatspapiere, die schon im Portfolio waren, entwertet. Nicht? Diese Staatspapiere fielen. Und bis zu dem Punkt, wo die Aufwertungserwartung bis zum Fälligkeitszeitpunkt wieder so viel Attraktivität erzeugt hat, dass man mit den Aktien mithalten konnte. Aber in diesem Prozess ist man dann lieber in die Aktien gegangen. Mhm. Und die Aktien selbst wurden nicht betroffen. Ein zweiter Punkt ist, die Immobilienwirtschaft ist ja zusammengebrochen weltweit, in Amerika und in Europa, in Deutschland auch besonders, auch in China, Evergrande und so weiter, durch die steigenden Zinsen. Warum? Naja, wenn man eine Immobilie kauft, nimmt man einen Kredit auf. Und eigentlich könnte man den ruhig aufnehmen in der Inflation, weil die Immobilie ja realwert gesichert ist. Aber so denken die Leute nicht. Sie gucken, was ist meine laufende Belastung? Mhm. Ja, wie viel ist mein Einkommen? Jetzt bei einer Verdopplung des Zinses kann sich diese Belastung auch dramatisch vergrößern, sodass das viele Leute abgeschreckt hat, Immobilien zu kaufen. Das hat die Immobilien dann, die Nachfrage nach Immobilien dramatisch reduziert und hat zu einem Preisverfall geführt. Übrigens das erste Mal in Deutschland seit dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten von 1990 bis 2010 auch so eine Flaute, aber da war es eine Seitwärtsbewegung der Preise mit einer leichten Verringerung, aber nicht erwähnenswert. Aber jetzt haben wir wirklich einen Einbruch bei den Immobilien durch diesen Effekt. Zweistelligen also Banken, Immobilien sind direkt betroffen durch diese Zinserhöhung, weil es da nicht um Realwerte geht. Also schon im Hintergrund, aber die Leute schauen auf ihre Liquidität stärker als auf mögliche reale Gewinne. Und bei Aktien ist es anders. Wenn man Aktien kauft, vergleicht man die Aktien mit einer Anlage am Kapitalmarkt. Ich habe kein Liquiditätsproblem. Mhm. Ich habe nur einen Renditeaspekt im Auge, und die Rendite der Aktien ist hoch, weil sie realwert gesichert sind. Die Inflation macht sie eigentlich noch attraktiver. Jetzt wenn wir mal genau diese Realwerte anschauen. Also das sind ja jetzt in Deutschland, wir haben Industrie, wir haben große Industrieanlagen, die alle mit viel Aufwand und viel Geld und Kapital letztendlich gebaut wurden. Ich nenne jetzt mal drei Namen. Also einmal die Kernenergie, die ist ja in der Abwicklung. Wir haben die Automobilindustrie, die ja unser Hauptexportschlager ist. Und wir haben eine leistungsfähige Chemieindustrie, die, gerade was Spezialchemikalien und so weiter betrifft, auch sehr weltweit sehr führend ist.
Also Kernenergie ist abgewickelt. Automobilindustrie schlängelt im Moment zwischen Elektroauto und Verbrenner. Hat die doch eine Chance, aufgrund dessen, dass wir, sagen wir mal, doch noch Ingenieurpower hier haben, dass wir da den Abstieg schaffen oder den Abstieg verhindern können. Den Abstieg schaffen, ja. Nicht, wenn die Gesetzgebung so bleibt. Der Rückgang der Automobilindustrie ist nicht ein Marktergebnis, sondern ein Ergebnis politischer Intervention. Mhm. Man hat ja schlicht das Produkt verboten. Ja, also die hat man ja verboten. Man hat 2018 eine CO2-Verordnung gemacht, wonach eben der CO2-Ausstoß so weit reduziert wurde für eine Autoflotte, dass das einem Verbrauch von 2,2 Liter Diesel-Äquivalenten pro 100 Kilometern entsprach. Dafür können Sie kein Auto bauen. Kein Ingenieur kann das, nicht? Das kam einem Verbot schon nahe. Und dann hat man mit dem Green Deal noch nachgelegt und inzwischen wurden es dann 1,8 Liter Diesel-Äquivalente pro 100 Kilometer. Das ist ja utopisch nicht möglich, ist nur möglich geworden dadurch, dass man die E-Autos in die Flotte eingeführt hat. Die wurden mit Null angesetzt, weil sie ja keinen Auspuff haben. Albern, der Auspuff steht ein bisschen weiter im Kohlekraftwerk. Jedes E-Auto stößt auch CO2 aus. Mal ganz abgesehen davon, dass die Batterieproduktion auch noch sehr CO2-intensiv ist. Das ist also eine reine Mogelei der Politik gewesen, aus zwielichtigen Motiven, will ich mal sagen. Da ging es auch um Industriepolitik. Einige wollten ihre E-Autos und ihren billigen Atomstrom verkaufen, also hatten Einfluss genommen in Europa, haben sich die Grünen geschnappt und haben gesagt, wir machen jetzt auf Umwelt, dann sind alle grün und wir verbieten mal die Verbrenner. Also das ist eine ganz komische politische Geschichte, wenn Sie sich das mal überlegen, was da gelaufen ist. Ja, das ist für mich eben aber es ist eben der Grund für den Niedergang der Automobilindustrie. Ja. Die Fahrzeugproduktion in Deutschland ging runter. Und dann haben einige Automobilfirmen gesagt, wie VW, wir sind jetzt Vorreiter dieser neuen Bewegung. Die Deutschen sind ja immer gerne Vorreiter. Und wir machen jetzt auf elektrisch, sind aber auf den Bauch gefallen damit. Ne? In China insbesondere verliert man riesige Marktanteile oder Chancen auf Marktanteile. Die Verbrenner gehen zurück in China, weil das auch ein politischer Entscheid ist und nicht etwa durch Marktprozesse kommt. Und bei den E-Autos zeigen die Chinesen, wie es besser geht. Ja, BYD baut ja nun also wirklich die moderneren E-Autos. Ja. Das wissen die Chinesen und jetzt wollen die auch nach Europa, sodass eben diejenigen, die also dachten, sie könnten ihre europäischen E-Autos hier günstig verkaufen, in Schwierigkeiten kommen und am Schwitzen sind. Und was ist besser, als sich dann zu überlegen, die Chinesen zu beschuldigen, irgendwie unlautere Industriepolitik zu machen, zu subventionieren, was gar nicht stimmt. Und dann die Märkte hier in Europa aufzurollen. Also spricht man schon wieder über neuen Protektionismus. Man muss sie abwehren mit irgendwelchen Maßnahmen. Also das ist ja für einen Ökonomen alles Teufelszeug. Wenn wir nochmal auf diese Entscheidung zurückgucken. Also die Entscheidung mit diesen, sagen wir mal, extrem niedrigen CO2-Emissionen beziehungsweise Diesel-Äquivalent, haben Sie es ausgedrückt, mit den 2,4 oder 1,8 Litern, ist ja auch physikalisch nicht baubar, weil das Auto muss ja eine bestimmte Länge und Breite haben. Und geht nur mit den E-Autos in der Form. Ja. In der Flotte. Die werden mit Null angesetzt. Wer treibt so eine Politik dann voran? Ist das jetzt, war 2018 eigentlich die Entscheidung, also unter Merkel noch? Beziehungsweise ist war das unter Merkel. Europa? Svenja Schulze lief mit dem Vorschlag in den Ministerrat, tatsächlich den CO2-Ausstoß um 30% gegenüber den damals schon stark reduzierten Werten zu reduzieren. Nicht? Und dann machte die EU-Kommission daraus 35% und das Parlament wollte am liebsten 40% Reduktion, haben sich auf 37,5% Reduktion im Kompromisswege geeinigt. Und das war der Tod. Was? Das ist eine Europäische Union. Ja, das ist immer Europäische Union, aber Deutschland hat da mitgemacht. Mhm. Deutschland hätte das ohne weiteres blockieren können. Okay. Warum ist Svenja Schulze mit der großen Flagge in der Hand nach Brüssel gelaufen? Also hier, wir sind grün, wir wollen auch 30% Reduktion. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Die wusste doch gar nicht, was sie tat. Ja, das vermute ich allerdings auch häufig bei den Politikern, dass sie die Konsequenzen ihres Handelns nicht immer ganz in der Bedenken. So, wir haben noch andere politische Entscheidungen, die uns wehtun oder die auch nicht unbedingt von der Politik gesteuert werden können, das ist Demografie. Unser Land verändert sich ja, die Leute werden älter, mehr gehen in Rente.
Man hatte mal angefangen, noch unter Merkel, wenn ich es richtig verstehe, dieses Rentenalter zu erhöhen auf 67, glaube ich, so ein schrittweisen Verfahren. Inzwischen müsste man wahrscheinlich, wenn man diese Idee nachhängt, dass man sagt, da sollte man so einen bestimmten Alterspunkt im Abstand zur Lebenserwartung setzen, müsste man wahrscheinlich eher nach oben gehen. Politisch wird aber im Moment in die andere Richtung reagiert. Was hat das für einen Einfluss auf unsere politische Stabilität, auch wenn die Leute plötzlich keine Rente mehr kriegen oder ganz unverhältnismäßig wenig bekommen können? Weil man die sollen ja jetzt mehr bekommen. Das ist ja jetzt gerade beschlossen worden. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der damals eingeführt wurde, wonach das Renteneintrittsalter dann entsprechend verschoben wird und das Niveau dann nach unten angepasst wird, relativ zu den Löhnen, das ist ja zum Teil aufgehoben worden. Und jetzt soll dieses Rentenniveau nicht abfallen, obwohl immer weniger Beitragszahler sind. Ja, was heißt das? Dass die wenigen, die da sind, umso mehr bezahlen müssen. Das heißt, die Beitragsbelastung nimmt zu. Der Faktor Arbeit wird für die Unternehmen immer noch teurer. Die junge Generation soll das ausbaden. Die wird uns was husten. Ja, die wird das nicht machen wollen. Mhm. Zwar haben sie nicht die Stimmenmehrheit, die liegt bei den Alten, weil die Babyboomer, die sind ja jetzt 60 Jahre und wollen in Kürze eine Rente. Und das ist dieser Block der Alten, der ist einfach dominant, hat die Mehrheit, mehr als 50% der Stimmen in Deutschland. Diejenigen, die jedenfalls von einer Verbesserung des Rentensystems im Sinne einer Erhöhung profitieren würden. Das sind viel mehr Leute als die den Nachteil haben, dadurch, dass sie höhere Beiträge zahlen müssen. Das habe ich selber mal in einem Paper mit Silke Übelmesser ausgerechnet. Also wir sind schon in einer Gerontokratie. Ja, und diese Gerontokratie setzt sich durch und will eben die Jungen ausbeuten. Aber die Jungen werden sich wehren. Die können sich wehren, indem sie weglaufen. Auswandern. Auswandern, genau. Ja, also Talente verlieren wir schon en masse. Ich sehe das ja immer wieder bei unseren Studenten, die nach Amerika gehen, nach dem Vordiplom oder nach dem Bachelorstudium gehen sie nach Amerika, machen weiter, in der Hoffnung, lassen wir sie gehen, dass sie wiederkommen. Sie kommen aber nicht wieder, sie machen eine Amerika-Karriere. Und das gilt für alle Bereiche. Die Talente wandern also aus. Mhm. Es gibt auch OECD-Statistiken dazu, kann man das ganz schön verfolgen. Mhm. Und Geringqualifizierte wandern ein. Ja, das ist die Konsequenz, aber davon kann ich keine Renten bezahlen. Ja, also die politischen Entscheidungen sind da nicht mehr nicht einfach zu treffen. Also man müsste eben schauen, dass man Hochqualifizierte einreisen lässt und die guten Leute hier behält, indem man ihnen interessanteres Angebot macht, indem man eben sie nicht komplett mit diesen Rentenkosten belastet. Ja. Auch unter den Immigranten, da gibt es natürlich viele, die dann gut ausgebildet sind, die hier studiert haben und so weiter. Da unternehmen wir wenig, um sie zu halten. Ja, wir versuchen das bei uns mit internationalen Studiengängen, muss man sagen. Wir ziehen einige wir ziehen sie an und dann, wo gehen sie denn dann hin? Dann sind sie wieder weg. Ja, wir unterrichten sie gleich schon auf Englisch, sodass sie dann Fähigkeiten haben, die international vermarktbar sind. Sie suchen sich das Land aus, das am meisten zahlt. Das ist wir kommen im akademischen Mittelbau auch zum Beispiel überhaupt nicht an gegen die Amerikaner. Was die da an Gehältern auf den Tisch legen, das ist viel attraktiver als was man hier in Deutschland verdienen kann. Wir haben also dieses demografische Problem, aber wie gesagt, das ist natürlich auch irgendwo mal hausgemacht. Die Bevölkerungsstrukturen ändern sich aber erstaunlicherweise auch in anderen Ländern so. Also China hat ja auch das Phänomen, dass durch diese Ein-Kind-Politik eine unglaublich kleine Basis dann da plötzlich darunter hat. Also wie das funktioniert, würde ich mal sehen. Japan leidet unter ähnlichen Verhältnissen. Aber die haben ja dann auch sehr wenig Wachstum. Viele Länder. Ja. Deutschland gehört aber zu den Ländern mit den größten Problemen. Okay. Mhm. Ein anderes Problem für die Wirtschaft ist immer die Sicherheit der langfristigen Investitionen. Gehen wir mal nochmal in das Beispiel rein. Also wenn ich weiß, ich entwickle irgendwas oder ich mache mit dem Produkt dann auch Gewinne, dann möchte ich ja diese Gewinne auch reinvestieren oder an meine per Dividende auszahlen. Bei uns hat man so schöne Begriffe wie die Übergewinnsteuer erfunden. Ist das ein Punkt, der die Wirtschaft irritiert oder tatsächlich auch dazu führt, dass man sagt, in einem Land, das so unklare politische Situation hat und ich
fühle im Moment, dass wir eher in einer unsicheren politischen Situation sind, dass ich Investitionen zurückhalte, dass ich sie vielleicht woanders tätige oder erst später tätige. Ist also dieses politische Umfeld, was hier so im Umbruch ist, ein Problemfaktor? Ja, sicher. Also im Energiebereich ist es ja offenkundig, Deutschland will der Vorreiter der Welt sein bei einer besonders extremen Energiepolitik. Und das lässt eben keinen Platz für die Industrie. Wissen Sie, die Industrie hat Räder, hat Chemieprozesse, die viel Energie brauchen. Das war bislang fossile Energie. Ja. Die internationalen Abkommen, auch innerhalb Europas, da haben sie ja sogar Rechtsverbindlichkeit, während die EU gegenüber dem Rest der Welt keine hat. Die gucken ja auf das Territorium, wo das CO2 jetzt in die Luft kommt. Mhm. Sie gucken nicht darauf, wer jetzt das verursacht hat. Sie gucken nicht auf das Land, den Kohlenstoff aus der Erde geholt hat und ihn nach Deutschland transportiert hat. Und sie gucken auch nicht auf jenes Land, das unsere Industrieprodukte verbraucht und insofern auch mitverantwortlich ist dafür, dass CO2 entsteht. Ich meine, dass CO2 dann in der Mitte im Produktionsprozess dann in die Luft entweicht, das ist sozusagen unser Pech in all diesen Abkommen. Nicht? Mhm. Aber in Wahrheit spielen ja alle drei Gruppen hier eine Rolle. Und wenn man will, dass es Industrieproduktion in der Welt gibt, ja, dann kann man nicht allein jenes Land hier kritisieren, das denn den CO2-Ausstoß hat. Ja, wie gesagt, also das würde ja sich nicht verändern, wenn ich die Industrie in ein anderes Land verlegen würde. Aber das ist jetzt ein Aspekt dieser Geschichte, den wir ja jetzt auch schon angeguckt haben, aber auch andere politische Entscheidungen, also wie zum Beispiel ein Mietdeckel oder wie man das immer nennen will. Ja, das ist alles, führt alles zu einem Attentismus. Also die Energie ist unsicher hier geworden durch diese extreme Politik. Die Firmen, die energieintensiv sind, suchen das Weite. Jetzt haben wir Ansätze in Berlin, Mieten zu deckeln. Ja. Und dann wird eben nicht mehr investiert in Immobilien. Ja? Ja. Dann wird die Wohnungsnot größer, ganz einfach. Ja. Also wie gesagt, das geht eben nicht in der Marktwirtschaft. Man kann keine Preise bestimmen durch den Staat. Das ist dann keine Marktwirtschaft mehr, das ist sonst was. Man macht die Wirtschaft kaputt. Ja, also nochmal, Einkommensumverteilungspolitik, um die Ungleichheit, die in der Marktwirtschaft entsteht, weil nach Knappheit entlohnt wird, zu korrigieren, ist richtig im Kern, wenn man es in Maßen macht, durch einen umverteilenden Sozialstaat, vor allem auch durch ein progressives Steuersystem, aber nicht durch den Eingriff in die Preise. Mhm. Das ist wirklich verboten. Mhm. Und wie gesagt, also die... Der Investor hat ja eben, wie gesagt, einmal sieht er diese fluktuierende oder stochastisch punkten Vorschriften für Preise. Wir haben noch ein anderes Gebiet, was man im Moment sehr oft hört, ist die überbordende Bürokratie. Also wir haben sehr viele Vorschriften, dieses Gesetz, dass man genau seine ganzen Herkünfte da aufschreiben muss, wo kommt das Produkt her, wo geht es dann hin, dass wir, ja, also die Regulatorik, die eben zum Teil aus Brüssel, zum Teil eben aber auch in Deutschland etwas präziser durchgeführt wird. Datenschutz ist so weiteres Stichwort in der Richtung. Hat dessen einen größeren Einfluss oder ist es eher populär, dass man wissenschaftlich dass man sagt, ja, das ist ganz schrecklich, Bürokratie, aber eigentlich wird es nicht so viel Schaden anrichten. Ja, wieder ein Beispiel für den Populismus der Mitte und den Extremismus der Mitte, weil das ja alles aus der Mitte der europäischen Regierung entstanden ist. Das ist Teufelszeug, das ist gar nicht machbar. Stellen Sie sich vor, jede normale Firma hat doch mindestens 20 Vorlieferanten für irgendwelche Teilprodukte, die sie da haben. Nicht? Und jede dieser Firmen hat wieder 20 Vorlieferanten, dann sind da schon 400 in der Kette. Und dann jede von denen hat wieder 20, dann sind das schon 8000. Ja? Wie wollen Sie das denn kontrollieren? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, diese ESG-Gesetzgebung. Nicht? Was Brüssel sich da ausgedacht hat. Was sind das bloß für Menschen, die da im Parlament sitzen? Das sind ja offenbar alles irgendwelche Schöngeister, die moralisierend da durch die Landschaft laufen und nicht Leute, die aus der Wirtschaft kommen und da irgendwie wissen, was sie tun. Wir beobachten im Moment noch ein anderes Feld in der internationalen Wirtschaft. Was ich etwas sehr aufmerksam verfolge, ist, in den USA gibt es einige sehr große Konzerne, also Apple, neuerdings Nvidia, ist irgendwie
plötzlich größter Konzern geworden. Die stellen Produkte her, die sich im Umfeld der künstlichen Intelligenz bewegen. Mhm. Die also Produkte machen, mit denen man also massiv vielleicht Arbeitskräfte ersetzen kann, in einem Maß, wie man es vielleicht schon lange nicht mehr in der Form gesehen hat. Und da werden Investitionsvolumina im Bereich von immer 1.000 Milliarden aufgerufen. Also wenn man das jetzt mit unseren üblichen Investitionsvolumina und Werten der Unternehmen, also Daimler oder VW oder sowas vergleicht, sind es immer erstaunlich, dann nur noch Peanuts dagegen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Ist das so eine Art Blase, die da passiert, oder ist da wirklich ein großer technologischer Umbruch vor uns, der uns wirtschaftlich vielleicht überrollt oder den wir hier gar nicht in Deutschland mehr wahrnehmen können? Es gibt ja auch deutsche Ansätze durchaus mit der künstlichen Intelligenz bei den Übersetzungsprogrammen zum Beispiel, wo wir Weltspitze sind und auch bei anderen Anwendungen. Also so ist es nicht. Aber die Amerikaner haben natürlich die Daten. Diese künstliche Intelligenz greift auf die ganzen Daten zu und kristallisiert da irgendwas raus und zieht also ihr Wissen daher. Und die Daten haben die Amerikaner. Das ist schon ein Problem, dass das alles in Amerika konzentriert ist. Aber grundsätzlich ist es so immer gewesen mit dem technischen Fortschritt. Er macht bestimmte Arbeitsplätze obsolet und schafft wieder neue. Ja. Es hat nie dauerhaft zu Arbeitslosigkeit geführt. Überlegen Sie mal, in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren 85% der Menschen in der Landwirtschaft. Heute sind es noch 2%. Mhm. Ja, alles durch Maschinen wegrationalisiert. Sind diese 83% Differenz, die weggefallen sind, sind die jetzt arbeitslos geworden? Wir haben keine Arbeitslosenquote von 83%. Im Gegenteil, hat es ganz neue, die Technik hat ganz neue Möglichkeiten gefunden. Und statt dass Arbeitslosigkeit entstand Wohlstand. Mhm. So ist nun mal das. Und das ist auch mit der künstlichen Intelligenz so. Insofern würde ich da jetzt nicht... Ich habe jetzt ja weniger die Sorge, dass wir da in die Arbeitslosigkeit abgreifen. Also ich bin da eher sehr optimistisch, dass uns das viel hilft, auch Medizin und so weiter. Aber was mich irritiert, ist diese enormen Geldbeträge, die man da in den USA hat. Also wir reden da über... Ja. Viele Tausend, wahrscheinlich sind allein 10.000 Milliarden in diesen 5 Firmen da drinnen. Im Vergleich zu dem Volumina, die bei uns investiert wird. Also tatsächlich gibt es bei uns einige interessante Firmen im Bereich der Sprachverarbeitung, Sie haben es gerade genannt, DeepL und wie die alle heißen. Aber die haben ja immer eine Kapitaldecke, die liegt sich ja unter einer Milliarde meistens. Also das ist ja immer erschreckend, wenn man die Zahlen sieht. Also selbst eine SAP ist dagegen dann auch schon klein. Also ist da die Wirtschaftskraft, also durch die Investition, ist die da so viel geringer in Deutschland? Oder... ist es halt einfach, weil wir ein kleineres Land sind? Wachstum braucht Kapital. Kapital braucht Gewinne, die entstehen. In Amerika ist der Kapitalismus halt wieder mal wesentlich dynamischer, wie schon die letzten 100 Jahre, als in anderen Teilen der Welt. Und jene asiatischen Teile, die auch so dynamisch sind, sind auch sehr kapitalistisch. Nicht? Man kann nur sagen, was man will. Der Kapitalismus erzeugt wirtschaftliches Wachstum. Selbst Marx hat das ja neidlos anerkannt, dass der Kapitalismus also sehr dynamisch ist und wirtschaftlichen Fortschritt erzeugt. Und trotzdem hat er ihn kritisiert wegen der Verteilungsimplikationen. Aber das ist auch nicht so einfach zu kritisieren, weil der Kapitalismus ja auch zu einem massiven Rückgang der Armut auf der Welt geführt hat. Wir haben ja durch entsprechende Weltbankdaten, kann man das ja belegen, einen dramatischen Rückgang mehrere Dutzend Prozentpunkte in den letzten Jahrzehnten erzielt bei der Armut, gemessen durch die One-Dollar-a-Day-Grenze. Warum? Wie kommt das? Warum machen die Kapitalisten das? Sind das Wohltäter, die jetzt den Armen der Welt helfen wollen? Nein, das sind sie. Ich meine jetzt nicht Bill Gates mit seiner Stiftung. Ich meine, die Prozesse des Marktes, die laufen so, dass das Kapital dort investiert wird, wo die Löhne am niedrigsten sind. Dann entstehen Arbeitsplätze, dann entsteht eine Nachfrage nach Arbeitskräften, dann konkurrieren sich die Kapitalisten selber hoch bei dem Versuch, die Menschen zu kriegen, und siehe da, der Wohlstand steigt. Nicht? Während
natürlich aus dem gleichen Grunde in den Industrieländern mit den hohen Löhnen eher mal Dämpfungstendenzen entsteht. Aber so werden die Ungleichheiten kleiner in der Welt. Das heißt, man kann dem Kapitalismus gar nicht vorwerfen, dass er jetzt weltweit zu mehr Ungleichheit führt, sondern das Gegenteil war der Fall. Ja, also durch das, dass einfach die Möglichkeiten der Menschen besser genutzt werden können durch bessere Maschinen, bessere Bildung und so weiter? Nein, vor allem, dass das Kapital dahin geht, wo die Löhne niedrig sind und dann die Löhne hochziehen durch Konkurrenz. Das ist der Mechanismus, dass die Arbeitslosigkeit oder dass die dadurch eigentlich... Ja, die Ärmsten profitieren vom Kapitalismus. Okay. Wir haben jetzt... Man sieht es ja auch an der Geschichte. Gucken Sie mal, wie es den einfachen Arbeitern in der DDR ging und im kapitalistischen Westen. Ja, waren ja gleiche Startbedingungen. Ja, und im Westen ging es, obwohl der Kapitalismus so ungerecht ist, was er vielleicht auch ist in gewissen Punkt, waren aber besser gestellt. Mhm. Ne? Ja, wir versuchen das ja, wenn man das in verschiedenen Ländern anguckt, also für mich ist immer China da ein etwas überraschendes Beispiel, weil man da ja eine völlig andere Regierungsform hat. Da gibt es ein Zentralkomitee, das sich darum kümmert. Aber man hat sozusagen eine Marktwirtschaft unter nicht-demokratischem Vorbild oder nicht-demokratischer Struktur. Ja, wir hätten das gerne, dass Marktwirtschaft und Demokratie zusammengehören, aus irgendwelchen logischen Gründen, weil wir beides haben und mögen. Ja? Ist aber leider nicht so. Aber das funktioniert tatsächlich beides? Nee, beides ist leider nicht so. Ist unabhängig voneinander. Ah, ja. Wir haben eine der großen Probleme, die wir gehört haben und die uns hier in Europa natürlich besonders große Sorgen machen, das ist Russland. Wir haben unsere Gaslieferungen verloren. Wir haben im Prinzip auch durch entsprechende politische Maßnahmen die Öllieferungen und so weiter da eingestellt. Wir haben hier ein Land, das hier in Europa überfallen wurde. Können wir uns davon erholen oder haben Sie da eine Prognose dazu, wie das ausgeht? Ja, auch das Leben von Putin ist endlich. Okay. Ja, das ist meine Prognose. Also irgendwann hört dieser Kladderadatsch ja wohl auch hoffentlich wieder auf. Und dass er sich da auch aus russischer Sicht verrannt hat, das kann dann ein Nachfolger vielleicht als ohne sein Gesicht zu verlieren, als erster öffentlich bekunden. Und dann gibt es einen Kurswechsel. Das sehen wir ja immer so. Die Russen waren 10 Jahre in Afghanistan und dann unter einem neuen Regierungschef hat man sich dann zurückgezogen. Die Amerikaner waren 20 Jahre in Afghanistan. Der da einen Beschluss getroffen hat, da hinzugehen, der hat das natürlich nicht zurückgezogen, aber seine Nachfolger. Mhm. Also das Thema Russland wird sich hoffentlich auch in der Geschichte dann irgendwann lösen. Russland bleibt unser Nachbar. Wir brauchen auch die russischen Ressourcen, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen. Wir brauchen Rohstoffe. Die dürfen nicht alle nach China nur gehen. Wir müssen mit Russland irgendwann, wenn der Krieg zu Ende ist, wieder Frieden ist, doch auch wieder wirtschaftlich in vernünftige Bahnen kommen. Und deswegen gilt hier das Prinzip Hoffnung. Es gibt natürlich auch viele andere Szenarien, die sind mir schon klar, die sind ja schrecklich. Daran wollen wir nicht denken. Ich lasse das jetzt mal als Schlusswort stehen. Vielen Dank, Herr Professor Sinn, für diese umfangreichen Informationen und für dieses spannende Gespräch. Allen, die hier zugeguckt haben in den Energiegesprächen, es freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Daumen hoch, Abo rein und dann gibt es noch mehr von der Art. Auch Ihnen vielen Dank. Das ist ein besonders interessantes Gespräch immer mit Ihnen. Das freut mich sehr. Auf etwas anderem Niveau als meistens. Ja.